Wir haben zum Beispiel einen Blog eingeführt, unter blog.comedia.com, wo jeder Kunde, jeder Partner, aber auch sonst jeder, der möchte, sich einfach über ein OpenID oder Facebook-Account bei uns einloggen kann, uns Feedback geben kann, Beiträge liefern kann, auf die wir dann auch sofort reagieren können. Es ist zum Beispiel auch so, dass unsere Vertriebler dieses Tool nutzen, um zum Beispiel zu fragen, wer unserer Partner hat zu einem bestimmten Thema Erfahrungen gesammelt, um dann Kunden besser beraten zu können. Also es ist wie eine Austauschplattform, mit der wir im Virtuellen den Austausch mit Kunden und Partnern leben. Und wie wird es angenommen bei den Kunden? Das ist Wir ja, sind das Öffnen ist eine Sache, aber. Ja, sehr gute Frage. Also wir haben angefangen, dass wir erstmal sehr stark intern geblockt haben. Und ich muss sagen, intern haben wir mittlerweile, ich glaube, 60, 70% der Comedia-Mitarbeiter nutzen das Blog aktiv, also schreiben aktiv im Blog. Das ist im Bevölkerungsdurchschnitt ungefähr 7-mal so hoch, wie man normalerweise erwarten würde. Da sind wir wirklich stolz drauf. Und man beginnt jetzt langsam, dass unsere Partner diese Plattform auch nutzen, weil sie merken, sie haben Erfolg damit, weil sie sich selber damit auch als Experten zu bestimmten Themen positionieren können. Und unsere Kunden geben uns direkt Feedback. Also wir haben, das ist ungefähr ein halbes Jahr her, unsere Homepage direkt geöffnet, sodass man, wenn man etwas in den Blog schreibt, man direkt auf das Zentrum unserer Homepage direkt schreiben kann. Also wir haben da keinen Freischaltmechanismus, es ist ein volles Vertrauen. Wer auf unserer Homepage schreiben möchte, der kann das tun. Und nach einem Tag schrieb auf einmal unser Kunde von der Deutschen Bahn, dass sie ein neues Projekt gelauncht hatten. Davon hätten wir ehrlich gesagt nie erfahren, wenn er nicht das geschrieben hatte. Und das hat so einen positiven Effekt auf die Firma gehabt, aber auch auf die Art und Weise, wie wir als ehrlicher, transparente Firma wahrgenommen worden sind. Ich fand es ein sehr, sehr positives Beispiel.